Das Rollen der Füße mit einem Golfball ist aus meiner Sicht die effektivste, kostengünstigste, entspannteste Art, die eigenen Fußfaszien weich zu bekommen. Und ich teile heute einfach mein ganzes Wissen darüber mit dir. Mein Favorit sind die Almost Golfbälle. Die gibt es in Gelb und in Weiß, die gibt es bei Amazon. Ich schreibe dann den genauen Suchbegriff unten in die Informationsbox. Ein einziger Nachteil ist, dass es die nur im 10er-Pack gibt zu bestellen. Also dann musst du deine ganze Umgebung auch mit Golfbällen versorgen. Aber die, finde ich, haben eine perfekte Größe und haben eine perfekte Härte für unsere Zwecke. Viele Patienten berichten davon, dass sie das mit dem Igelball machen. Den finde ich viel zu weich und auch viel zu groß, um richtig in die Tiefe reinzukommen. Ich denke, das ist eher so eine durchblutungsanregende Geschichte, ist auch natürlich auch nicht schlecht, aber für die Faszien finde ich den nicht so gut. Sowohl mit dem Tennisball als auch mit der Liebschau- und Prachtkugel, mit der kleinen, die finde ich vom Durchmesser ein bisschen zu groß, um wirklich in die Tiefe zu kommen. Ist nicht unbedingt das Schlechteste, wenn du keinen Golfball hast oder dir keinen kaufen willst, dann kannst du es auch mit denen machen. Finde ich aber, die sind ein bisschen zu weich. Beide sind ein bisschen zu weich und auch ein bisschen, ich weiß nicht, also irgendwie angenehm, aber lang nicht das gleiche Empfinden wie mit dem Golfball das zu machen. Meine Lieblingsrollroutine ist erstmal hier, man setzt hier an über der Ferse, rollt dann hier vor den Strang entlang bis zum kleinen Zeh und dann daneben die Linie, immer von der Ferse zu den Zehen und dann hier und hier und zuletzt auch noch hier so innen. Auch wieder von unten nach oben und dann kannst du hier so an der Ferse rumrollen. Ich finde es nicht so angenehm, ganz genau auf der Ferse zu rollen, kannst du aber im Prinzip auch. Es dürfte eigentlich, wenn du das sanft machst, darf auch nichts passieren. Und zuletzt mache ich immer noch so, dass ich die Zehen über den Golfball rüberspreize, also großen Zeh und kleinen Zeh auch Richtung Boden versuche zu bringen. Und das bringt schön die Zehen auseinander. Genau, das ist meine Lieblingsrollroutine. Unter uns Faszienrollern gibt es oft die Diskussion, geht es eher Richtung Herz, soll man eher Richtung Herz rollen oder soll man eher vom Herzen wegrollen? Und also so im restlichen Körper finde ich es ganz gut, Richtung Herz zu rollen, aber bei den Füßen finde ich es gerade andersrum gut, und zwar von den Fersen zu den Zehen hin, weil die meisten Füße eher ein bisschen zu klein gemacht sind, also die Zehen sind ein bisschen zu sehr krumm, also zu sehr gebeugt. Und dadurch, dass ich dann hier so in diese Richtung rolle, habe ich das Gefühl, das ist wie so Bügeln der Faszie, dass die wieder groß wird. Die richtige Dosis hängt von deinem Körper ab. Je nachdem, wie dein Körper strukturiert ist, wie die Faszien sind, musst du ein bisschen sanfter rollen oder ein bisschen stärker rollen, damit du einen Infekt hast. Und eine gute Dosis erkennst du darin, dass deine Beschwerden besser werden. Fertig. Wenn du am nächsten Tag Muskelkater hast vom Rollen, dann machst du einfach so lange Pause, bis die Schmerzen wieder weg sind und rollst dann beim nächsten Mal viel sanfter. Generell könnte man sagen, wenn du gar keine Schmerzen hast beim Rollen, dann ist es schon mal zu sanft. Also ein bisschen brutal musst du schon sein. Aber es ist eben immer diese Suche nach der richtigen Brutalität. Du kannst die Dosis, die Intensität erhöhen, indem du einfach mehr Gewicht drauf gibst. Im Sitzen entweder, indem du dich weiter vorlehnst, oder im Stehen, indem du einfach mehr Gewicht vom Standbein auf das Spielbein, auf das gerollte Bein sozusagen bringst. Es gibt einen Test, wie du gucken kannst, ob du die Dosis richtig wählst. Und das ist, du rollst erstmal den einen Fuß durch, vielleicht 10 Minuten oder so. Dann stellst du beide Füße nebeneinander, den Ball erstmal zur Seite und fühlst mal in beide Füße rein. Und den Fuß, den du jetzt gerollt hast, der sollte sich deutlich anders anfühlen. Also beispielsweise viel wärmer oder du solltest den Untergrund besser spüren oder du solltest das Gefühl haben, das Gewölbe ist weiter weg vom Boden oder das Gewölbe ist flacher, du liegst irgendwie besser drauf. Viele Patienten möchten wissen, wie lange sie rollen sollen und wie häufig sie rollen sollen. Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber man braucht schon einige Zeit, denn bei den Faszienrollen ist wichtig, dass du ganz, ganz langsam rollst. Also dieses Rüberschrapsen über die Faszien mit viel Druck halte ich für überhaupt nicht sinnvoll. Kam sogar in den Studien raus, dass das eher für Verfilzungen sorgt. Ist also nicht so zu empfehlen. Sondern wichtig ist, dass du wie in Zeitlupe rollst. Das ist wirklich, also von der Geschwindigkeit so in Echtzeit ungefähr so. Das ist wirklich lahm. Und wenn du die Rollroutine durchführst, so wie ich es dir gezeigt habe, dann kann das schon 10 Minuten pro Fuß dauern. Also das würde ich dir auch dann empfehlen. Wenn du Fußprobleme hast, lohnt sich die Investition.
bevor du eine Operation oder irgendwas machst oder nicht mehr gerne läufst, dich weniger bewegst, weil du einfach Fußschmerzen hast, macht das auf jeden Fall Sinn. Von der Häufigkeit her finde ich am besten täglich zu rollen, vor allem wenn du Beschwerden hast. Also wenn du jetzt ganz gesunde Füße hast, dann kannst du es ab und an mal machen, alle paar Wochen oder so, einfach nur damit es ein bisschen weich bleibt, das Gewebe. Bewährt hat sich das Rollen der Füße bei allen möglichen Problemen, die mit dem Fuß und dem Unterschenkel zusammenhängen. Zum Beispiel bei Krämpfen. Ne? Hier so in dem Bereich ein Krampf oder ein Wadenkrampf nachts kannst du damit beeinflussen. Oder du kannst Zehenformen beeinflussen, also zum Beispiel den Hallux. Das ist, wenn hier dieses Gelenk hier so rauskommt. Oder du kannst auch diese Krallenzehen, wenn die Zehen so angekrallt sind, oder Hammerzehen kannst du damit beeinflussen. Dann kannst du die Gewölbe beeinflussen, also hier das Längsgewölbe und das Quergewölbe. Ist also gut bei Plattfüßen oder Senkfüßen und auch bei Spreizfüßen hier vorne, wenn das hier aufgespreizt ist. Dann kannst du damit auch die Stellung des Fußgelenkes beeinflussen und auch die, wenn du zum Beispiel ein instabiles Fußgelenk hast, kann das für mehr Harmonie sorgen. Dann kannst du das auch nutzen, wenn du zum Beispiel barfuß gehen möchtest, gerne mehr, Barfußschuhe oder so. Oder auch einfach so barfuß oder barfuß joggen möchtest oder barfuß wandern möchtest, dann kannst du deine Füße mit diesem Golfball darauf vorbereiten, dass du nicht zu große Beschwerden dadurch bekommst. Fersensporn ist das hier, dass die Faszie zu sehr hier an dem Knochen, an dem Fersenknochen zieht und dann zieht das so raus und es tut wahnsinnig weh. Dann, wenn du hier das Gewebe wieder weich machst, dann kann das auch besser werden. Nach Brüchen, wenn du dir was gebrochen hast, das Gewebe hart geworden ist, kannst du es anwenden zur Regeneration. Es gibt im Körper sowas wie muskelfasziale Ketten, also Ketten wie so Gummibänder, kannst du es dir vorstellen, die aus den Faszien, aus den Sehnen und aus den Muskelbäuchen sich so zusammensetzen durch den ganzen Körper. Und da gibt es 5 Stück, die in den Füßen beginnen und nach oben bis zum Kopf führen. Und wenn wir jetzt die in den Füßen weich machen, dann hat das immer Auswirkungen auf die ganze Linie auch. Also vor allem jetzt beim Rollen, vor allem auf die Füße direkt natürlich, aber eben auch auf die Unterschenkel, bis hin zu Knien, bis hin zu den Oberschenkeln, bis zur Hüfte, Becken und so weiter. Und da gibt es zum Beispiel die oberflächliche Frontallinie, dann gibt es die tiefe Frontallinie, dann gibt es die laterale Linie, dann gibt es die Spirallinie und noch die rückwärtige Linie. Und die alle beginnen in den Füßen. Die Aufgabe dieser Gummibänder ist es, das Spannungsgefüge im Bewegungsapparat aufrechtzuerhalten. Also die Knochen an Position, an Ort und Stelle zu halten, trotz Belastung. Und wenn jetzt diese Faszienzüge spröde werden, einfach zum Beispiel dadurch, dass man sich nicht mehr bewegt, ne? Also bei jeder Bewegung werden die ein bisschen mit Flüssigkeit versorgt. Und wenn man sich jetzt viel zu wenig bewegt, dann werden die spröde und verfilzen. Und wenn die so spröde werden, dann halten die manchmal die Knochen nicht mehr in guter Position zueinander. Dann ist die Verletzungsgefahr erhöht und dann kommen eben auch Schmerzen zustande.